So, wir sind jetzt hier in Hobbiton. Das ist das Filmset von Herr der Ringe. Und da gucken wir uns gleich mal an, wo denn die Hobbits im Auenland hier gelebt haben. Ihr Kleidhäuslein. Gleich geht's los. I'm delighted that Hobbiton has managed to survive and I'm really pleased that you're taking the time to visit it and I hope that you enjoy yourself. Jetzt sind wir hier ja, in Mittelerde und ja, sind jetzt im Auenland bei den Hobbits angekommen. Alle rein. Nicht mal ich passe da rein. So klein. Da hinten über den Zaun rennt wohl Bilbo Beutel am Anfang seines Films. Das ist übrigens kein richtiger Schimmel, sondern das ist so ein Mix aus Joghurt und irgendwas, damit es so aussieht. Ich habe gerade erzählt, dass viele Leute gar nicht wissen, was sie hier für eine Tour machen und dass auch manche herkommen für Harry Potter und dann etwas überrascht wird. Die Bäume hier sind eigentlich Apfelbäume, aber Peter Jackson wollte, weil es irgendwo ganz kurz im Buch erwähnt war, lieber Pflaumenbäume haben. Das heißt, sie haben alle Blätter abgemacht von dem Baum und haben Blätter vom Pflaumenbaum reingemacht und die Pflaumen. Und das Ganze war 4 Sekunden im Film zu sehen. In dem Fluss da unten haben sich so viele Frösche angesammelt, dass sie die alle wegbringen mussten, weil die waren sehr, sehr laut und haben immer wieder das ganze Filmdrehen gestört. Ist wirklich einer gekommen und hat alle eingesammelt. Es gibt hier mal sehr, sehr viele kleine Details, das Ganze echt lebendig machen. Oben ist auch so eine Wäscheleine und damals am Set musste immer ein Mitarbeiter dort extra Wäsche aufhängen und wieder abnehmen, damit auch die Spuren von der Wäsche dort echt sind. So, das ist jetzt das Haus von Bilbo Beutlin und Frodo. Und da oben den Baum, den man sieht, der ist tatsächlich gar nicht echt. Also es gab mal einen echten, der ist aber nach dem zweiten Film gestorben. Und so haben sie dann einen neuen künstlichen gebaut. Und die haben tatsächlich alle Blätter abgenommen nochmal und wieder rangeklebt, weil Peter Jackson die Farbe nicht gefallen hat. Dann haben sie nochmal die Blätter angesprayt und wieder rangeklebt. Und in der Szene sitzt auch Bilbo Beutlin mit seinem Vater quasi vor dem Haus und sie schauen den Sonnenuntergang an. Aber die Sonne geht auf der anderen Seite unter. Das heißt, im Film haben sie einfach clevererweise den Sonnenaufgang gefilmt und das dann rückwärts abgespielt. Das Blöde war nur, dass die Vögel dann auch rückwärts geflogen sind. Das haben sie erst später bemerkt. Schade. Neues Eigenheim gefunden. Auch günstiger als in München. Wir bleiben jetzt hier. Man kommt hier gar nicht hinterher mit den Fotos machen. Das ist aber eine riesige Gruppe. Aber wir versuchen es. Unter diesem Baum hat Bilbo Beutlin im Film seinen 111. Geburtstag gefeiert. Für die, die sich damit auskennen. So, jetzt geht's gleich nochmal ins Dragon Inn.
Und da wartet ein bisschen Bier auf uns, wenn wir möchten. Mal gucken, was wir da trinken. Und hinter uns ist auch nochmal ein schönes Häuslein mit einer kleinen Mühle, mit einem kleinen Wasserrad zum Abschluss. Jetzt ist die Tour vorbei, wir haben schon das Bierchen getrunken und ja, jetzt geht's mit dem Bus wieder zurück zu unserem Campervan. So, wir haben jetzt hier an diesem See übernachtet. So, steht auch erstmal kein anderes Auto und deshalb gibt es erstmal auch Frühstück. Ranzi bereitet gerade das Frühstück vor. Und wir haben Ausblick auf dem See. Wir waren jetzt hier gerade bei den Waitomo Caves in einem Höhlensystem, was direkt daneben liegt, mit Kiwi-Rafting. Und wir waren so eine Gruppe von 5 Personen, aber leider durften wir drin nicht filmen oder keine Kameras mitnehmen. Das hat gegen den ihre Sicherheitsvorkehrungen verstoßen. Vielleicht wollten sie auch einfach bloß die Bilder verkaufen. Naja, aber ich erzähle einfach mal kurz, was wir da so gemacht haben. Also wir sind als erstes mit so einem Seil 27 Meter quasi in die Höhle runter abgeseilt worden, oder beziehungsweise wir durften uns selber abseilen und sind dann mit solchen Tubes, also mit solchen runden Reifen durch die Höhle, durch so einen kleinen Fluss langsam lang getrieben, und über uns an der Decke haben die ganzen Glühwürmchen geleuchtet. Also das waren wirklich viele, das waren hunderte, zweihunderte Glühwürmchen. Und der Guide hat dann auch immer mal ins Wasser geschlagen und dann haben gleich viel mehr Glühwürmchen oben geleuchtet. Und danach ging es noch weiter tiefer in die Höhle. Da sind wir dann ein bisschen lang geklettert über die verschiedenen Felsen und auch durch solche kleinen Felslöcher. Und zum Schluss ging es dann wieder hoch. Da musste man dann eine steile Wand 20 Meter am Felsen wieder hochklettern mit so einer Sicherung, damit man nicht runterfallen. Und jetzt sind wir wieder oben. Die Sonne strahlt noch, es wird langsam dunkel, wir müssen weiterfahren, aber wir haben noch ein paar schöne Fotos bekommen von der Höhle und die zeigen wir euch jetzt.